Liebe Zuschauende, meine Erinnerungen an den 7. Oktober 2023 sind schwer. Entsetzen schüttelt mich, halte ich mir die Massaker der Hamas und ihrer Mitläufer vor Augen. Grausamer Mord an Menschen, weil sie Juden sind oder mit ihnen zusammenleben und zusammenarbeiten. Judenhass bricht sich Bahn, es tut mir weh. Mir ist auch schmerzlich bewusst, schwer ist es, gegen Judenhass anzukommen, sei er von rechts oder links oder muslimischer Seite. Auch gegen jeglichen anderen Hass ist es schwer anzukommen. Gegen das Böse, gegen den eigenen Hass muss letztlich jeder Mensch selbst etwas tun. Das heißt auch, merke ich an mir, in meinen Gedanken Ungutes, ist es auch meine Aufgabe, dagegen zu arbeiten. Mich wirklich ändern kann nur ich, mit Gottes Hilfe. Betaher libenu leavtecha beemet, reinige unser Herzen und wir können dir wahrhaftig dienen, heißt es in einem jüdischen Gebet. Und diese Worte möchte ich mir auch als Christin gerne zu eigen machen. Mit Gottes Hilfe kann ich mich zum Guten ändern, erneuern, reinigen eben vom Unguten, damit ich zum Guten da sein kann. Das bedeutet für mich auch, mich an die Seite Israels zu stellen. Ich grüße Sie herzlich.